So, das ist jetzt quasi der vierte Teil, aber eigentlich, wenn wir Glück haben, der einzig echte Teil, der jetzt losgeht. Denn jetzt sind wir am Suchen. Er hat gesagt, in einer Ecke zwischen dem alten und dem neuen Teil. So, und das tun wir jetzt natürlich auch, ne? Eigentlich kann ich mir jetzt schon mal eine Fluppe anschmeißen, denn ich glaube mal, Ecke, alte Mauer, könnte was sein. Hier geht es auf den Sportplatz. So, mal kurz hier. Das ist der alte. Aber wir bleiben erstmal auf dem Weg. Der gute Mann, der mit mir geredet hat, der ist da vorne auch. Der ist Landwirt. So wie es aussieht, der geht Felder ab. Der geht auf die Felder gucken. So, was haben wir hier? Alles mal ein bisschen angucken hier. Großer Findling, Abgrenzung gemacht mit Findling. Naja, das hat man damals so gemacht. Hier soll eine unterirdische Anlage sein. Ich muss sagen, ich bin erstmal. Nicht angetan, weil ich auch von ausgehe, dass man da wieder nicht runterkommt, nicht reinkommt, dass das wieder so eine Scheiße ist, die dicht ist. So. Okay. Das ist der alte. Okay. Auch interessant, hier ist ein alter Sportplatz. Neuer, aber beim alten steht bei, dass man diesen Sportplatz wenn man nicht im Sportverein ist, den alten Platz auch nicht benutzen darf. Ich auch denke, warum das denn nicht? Ich meine, für Kinder wäre es doch ganz sinnig, wenn. Jetzt gucken wir uns mal den Krempel hier an. So, was haben wir denn hier? Wir haben ja einfach nur altes Stück Mauer. Ja. Container. Gut, das Mauerstück ist älter auf jeden Fall. Könnten Einschüsse sein. Will ich mich jetzt aber nicht festlegen, aber könnte. Könnten Einschüsse sein. Gucken wir mal. Vielleicht irgendwo noch was. Aha. Interessant. Gucken wir mal, ob vielleicht irgendwo noch was drinne steckt. Ja, das könnten Einschüsse sein, die hier gegen geballert sind. Gegengeballert und dann aufgeplatzt. Okay. Stück Mauer ist interessant, ja. Stück Mauer ist interessant, definitiv, aber das unterirdische Anlage. Glaube ich nicht dran. An eine unterirdische Anlage. Das sieht mir nicht nach unterirdischer Anlage aus.
mir eher aus. Nee. Definitiv, also das ist... Das ist nichts. Hier gehen wir nicht auf den Acker. Wenn wir gesehen werden, dass wir auf den Acker latschen, dann kriegen wir auch mal ganz schnell einen aufs Dach. So, okay. Also, und Kanalisation. So, alter und neuer Teil in der Ecke. Gehen wir mal in die Ecke rein. Weil hier soll eine Unterirdische, das ist ganz komisch, wenn jemand sagt, hier soll eine unterirdische Anlage sein. Da ist was. Da ist was, da geht irgendwas runter. Das wird aber wahrscheinlich auch verschlossen sein. Da ist wirklich was. Ich sehe was. Da ist was. Und tatsächlich mal Zigarette ausmachen. Was haben wir denn hier? Aha, aha, aha. Okay, wieder raus hier. Hier ist ein Schießstand. Hier unten. Ah ja. Der gute Mann hat recht, hier ist was. Aber das ist, wenn das, das ist modern, das ist, das sind, wie heißt es, Ziegel. Dann wird der Schießstand, ja, unterirdisch sein. Aber das ist, ja, hier ist das Haus. Dort wird es wahrscheinlich in den Keller gehen. Und davon dort unten wird dann geschossen. Und da hinten kann man runtergehen, quasi ans Ende vom Stand, um dort alles, wie heißt es, zu warten, Wartungszwecke. Morgen. Ah, muss man unterbrechen.